Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem WM-Kommentator Dimitri. Ich melde mich aus dem Herzen der Russischen Föderation und soll ich im Auftrag meines Präsidenten darum bitten, bei eurer Reise nach Russland zur Teilnahme an der WM darauf zu achten, dass ihr an keinen Gewinnspielen, Produktproben versprechen oder anderen Geschichten im Internet teilnehmt, die nicht das Prüfsiegel der Russischen Föderation für Datenfreundlichkeit und Callcenter-Abwehr tragen. Das ist so ein Symbol, das sieht aus wie ein kleiner Ziegenbock. Denn dann würdet ihr auf diese Gewinnspielseite nicht hereinfallen, die gerade zum Beispiel bei Facebook, per WhatsApp, Instagram und Tumblr seine Runde macht, hereinfallen. Um was geht es? Die Internetseite wm-gewinnspiel.net ist eine Datenfalle, vor der ich hiermit warnen möchte. Versprochen wird ein Hauptgewinn im Wert von knapp 3000 Euro oder ein Fernset. Hier Autofahne, T-Shirt mit Flaggen und ein aufblasbare Gummifaust, Fanhand, um eben schön richtig schön Fanlage die Fußball-WM zu feiern. Das ist umso perfider, weil sich natürlich zur WM sehr viele Menschen für Fußball begeistern, mehr als sonst, und eben jede Menge Menschen sich dadurch angesprochen fühlen, weil wer würde nicht gerne die Weltmeisterschaft auf einen riesengroßen 75 Zoll TV gucken? Dass es hier aber überhaupt nichts zu gewinnen gibt, außer für den Veranstalter dieser Seite, das möchte ich euch heute vorführen und euch davor warnen, an dieser Seite oder anderen Seiten, die ähnlich aufgebaut sind, aber den gleichen Zweck verfolgen, nämlich eure Daten einzusammeln, um die für Geld weiterzuverkaufen, teilzunehmen. Was haben wir hier? Es geht, gut, jetzt müssen wir erstmal wählen, Fanpaket möchte ich natürlich, bitte verzeiht es mir, natürlich das Russische haben, mit schön mit Flagge von Putin. Das ultimative Fanpaket zur WM 2018. Gratis Fanpaket, jetzt teilnehmen. Alles klar, machen wir. Wollen wir mal gucken. Das ist bestimmt von FIFA, so offiziell wie das aussieht. Nein! Wunder oh Wunder, die Ad-Targeting GmbH, die durch die Arbeit auf diesem Kanal schon als Datenfalle bekannt ist, die stellen unter anderem Produktproben für Duschgel, für Windeln, für Sonnencremen, für Kaffee, für Energydrink und viele andere Sachen ins Internet, und das machen die auf eine Art, dass die immer ein Produkt bewerben, das es gar nicht gibt, das man vermeintlich testen kann. Und wenn man nach dem Produkt googelt, um herauszufinden, was das ist, wird man immer nur darauf gewarnt, daran teilzunehmen. Habt ihr richtig gut gemacht. Liegt wahrscheinlich daran, dass ihr in Paderborn wohnt, aber eine Hamburger Telefonnummer habt. Bei euch kommen einfach die Informationen nicht an. So. Im Normalfall versprechen die nämlich Produktproben. Also das kannst du Produktprobe von einem Wunderwindel testen oder von einem Coffee Royal oder von einem fancy Shower Duschgel. Und darum haben die auch den Fehler gemacht. Hier ist es jetzt ein Gewinnspiel und keine Produktprobe. Aber hier unten steht, wie bei allen anderen Seiten von denen, die als Produkttest getarnt sind, immer noch unverbindlich 100 Fan-Test-Paket pro Monat. Keine Versandkosten. Da. Das heißt, die verschenken jetzt im Monat 100 TV für je 3000 Euro. Klar, ist richtig. Da haben die sich schon richtig schön mit angeschissen. Hier unten steht wieder ganz klein, dass Sony weder Veranstalter noch Sponsor ist. Und wer ist Sponsor? Das wollen wir uns jetzt angucken. Sponsor heißt hier, Sponsor ist ein russisches Wort und heißt Firmen, die deine Kundendaten kriegen, weil du dich im Internet reinlegen lässt. Und das ist eine lange Liste, die ich jetzt mit euch anschauen möchte, um euch zu zeigen, was mit eurem Telefonanschluss und eurem E-Mail-Postfach passiert, wenn ihr euch dazu überreden lasst, bei solchen Geschichten teilzunehmen, weil Freunde es teilen, weil ihr es als gesponsertes Werbung angezeigt bekommt oder weil ihr einfach geil Fußballfan seid, blöd, habt Spaß bei den Spielen, möge der Bessere gewinnen, aber lasst es nicht diese Leute sein, denn die können nur gewinnen, sobald ihr euch auf dieser Seite aufhaltet und etwas anderes macht, als sie auszulachen für ihre Dummheit, hier solche Fehler einzubauen, die es sehr offensichtlich machen, dass sie es nur auf Daten abgesehen haben, auf Daten, die an folgende Firmen weiterverkauft werden. Wir wollen uns das hier einmal angucken. Wichtig finde ich besonders den Reiter Kontakt per Telefon, weil es sind sehr viele Firmen, die euch anrufen werden. Es ist darunter von den kalten Verkaufsanrufen, Strom oder irgendeine Versicherung, bis hin zu Zeitschriften und Kreditkartenbetrug, alles dabei. Hier, folgende Firmen bekommen eure Daten. Die Allianzversicherung in Deutschland, Bauer Vertrieb, die machen so Zeitschriftengeschichten. Burda-Zeitschriften, nochmal Burda. Dinner for Dogs, eine Firma, die des Geschäftsbetriebs untersagt wurde, weil die mit Kundendaten aus solchen Quellen arbeiten. Und diese Kundendaten sind kein legitimer Grund, euch anzurufen.
Vertrieb von Strom und Gas, Verkauf von Strom und Gas, Verlagsangebote, Verlagsprodukte, Strom und Gas, Telekommunikation, Strom und Gas, Ergo-Versicherung. Hier will einer Pflegemittel verkaufen. Der nächste probiert mit Heizung. Hier sind schon wieder Dinner for Dogs. Hier ist Marktforschungsfirma, Online-Versandhandel, Baufrost, nochmal Dinner for Dogs, Blatt, braucht ihr so dringend Daten? Analyser Deutschland, die auch Strom verkaufen wollen. Yellow Strom, ENBW Strom, Goldgas Strom. Das sind die ganzen Firmen, die deine Daten kriegen. Die sind die offiziellen. Da man aber auch von anderen Firmen angerufen wird, muss man davon ausgehen, dass noch andere Personen und Kundenpersonen deine Daten kriegen. Da hier zum Beispiel bei Kontakt per Post und E-Mail, neben dem dänischen Bettenlager und irgendwelchen Souvenirgeschäften, auch andere Datenhändler drin sind. Heißt, du trägst du dich bei einem Datenhändler ein, bist du bei allen anderen mit drinnen. Hier, Superlead Online Marketing, da, schön, dann hat jedes dieser Firmen deine Daten, weil du tatsächlich glaubst, dass im Internet irgendeiner was zur WM verschenkt. Wenn es zur WM irgendwelche legitimen Aktionen gibt, dann sind die von FIFA, sind die von Gastgeberland, sind die vielleicht von Fanverband, von Nationalmannschaft, von den jeweiligen Land. Aber bitte glaubt nicht, dass es im Internet irgendjemanden gibt, der euch einfach etwas verschenkt. Das Einzige, was hier verschenkt wird, sind Daten, und zwar von euch an die. Damit die an jede Firma, die ihr da seht, verkauft werden können, damit die euch anrufen, anschreiben und im besten Fall Geld mit euch verdienen, wenn ihr euch am Telefon genauso leicht überreden lasst, wie hier an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. So, wir wollen uns das mal angucken, was passiert, wenn du hier nur deine Daten eingibst für das russische Fanpaket. Jetzt werden natürlich Daten von dir verlangt, und es sollen auch hier alle möglichen Daten eingegeben werden. Ich bitte dazu beachten, die ganzen Daten, die ich hier eintrage, sind falsch. Bitte nirgends anrufen oder anschreiben. Und im Endeffekt landest du dann auf dieser Seite. wmgewinnspiel.net. Ihre E-Mail-Adresse ist vorgemerkt. Finde ich super. Jetzt soll noch, gut, hier sollen wir Abo machen. Das klicke ich gleich wieder weg. Jetzt sollen wir noch gucken. Die ganzen Firmen kriegen deine Daten. Jetzt sollst du noch eine vermeintliche Marktumfrage mitmachen, die eben gucken soll, womit kann man dich am besten anrufen. Da, heizen Sie mit Gas. Ja, bitte kontaktieren Sie mich, um mir meine Ersparnisse zu berechnen. Ist klar. Haben Sie Haustiere? Möchten Sie O2-Freikarten? Da würden die natürlich jetzt auch dick Provision kriegen, wenn ihr irgendwas bestellt. Hier geht es eine Frage um den Gasanbieter. Ist Ihnen DSL zu teuer? Möchten Sie weniger bezahlen? Da. Dann rufen auch bei Menschen ohne Bonität ein unseriöses Firma an, die jedem Menschen einen Vertrag geben und denen damit vielleicht noch schlimmer in die Schuldenfalle treten. Das ist alles ganz unseriös hier. Haben Sie Interesse an Gutschein von Bofrost? Ja, und die rufen dann auch jeden Tag an. Wie viel würden Sie für Zahnzusatzversicherung ausgeben? Jetzt Stromanbieter wechseln und Topprämie sichern. Da habe ich auch in mehreren Anrufen schon gezeigt, wenn die dir ein Angebot für ein Elektrogerät machen, zahlst du für deinen Strom meistens 30-40% mehr und kannst dir das Gerät locker selber kaufen, ohne in einem teuren Stromvertrag zu stecken. Elektroheizung andrehen, Steckdose genügt, super. Fürs Einkaufen belohnt werden, haben Sie Angehörige mit Pflegegrad. 80% der Bundesbürger zahlen viel zu viel für ihren Strom und ENBW hilft, dass günstiger wird. Hier ist schon wieder Dinner for Dogs, Blatt, ihr habt das richtig nötig, kann das sein? Zahlen Sie Ihre Gasrechnung direkt an den Versorger? Ja, nein, mein Vermieter. Das ist der ganze Zauber. Und los geht es damit, mit einem kleinen Bildchen, mit einer kleinen Werbeanzeige irgendwo. Komm hierher, du kannst unsere WM-Fernseher oder Fanpaket Russland, Spanien, Italien, Türkei, was auch immer gewinnen. Viele Menschen sind fußballbegeistert, viele können sich nicht reisen, leisten zu WM, viele sagen, geile Leinwand wäre super und werden sich angesprochen von so einem Gewinnspiel fühlen. Und es ist unsere Aufgabe, die Menschen zu warnen. Vielen Dank an den Fan, nicht nur Fußball, sondern auch Ziegenfan, der mir dieses Link geschickt hat zur Überprüfung. Und ich finde, es ist gerade wegen der WM, weil jetzt viele Menschen langsam in Fußballfieber kommen, ganz, ganz wichtig, dass darüber aufgeklärt wird. Verbreitet das, wenn ihr eine solche oder ähnliche Masche von einem Kumpel geschickt bekommt. Sag hier, jetzt hast du mich belästigt mit so einem Scheißdreck, jetzt guckst du dir Video an, dann machst du das nicht wieder. Wir können das verbreiten, wir können die Menschen informieren und wir können diesen Datenhändlern immer mehr ihre Wege kaputt machen, die Menschen reinzulegen, sie dazu zu bringen, freiwillig ihre Daten gegen Gewinnversprechen preiszugeben. Denn daran gewinnen im Endeffekt nur diese Leute.
Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei der WM und hier bei der Ziegenfarm. Lasst euch nicht verarschen, meine Freunde. Bis dahin, das wird Daniel.